Willkommen zurück zu den agilen Werten in der Praxis. Ein paar Gedanken zum agilen Manifest und wie es sich in der Praxis auswirken kann oder sollte. Beim letzten Mal hatten wir darüber gesprochen, dass funktionierende Software wichtig ist als eine umfassende Dokumentation. Was ist denn funktionierende Software? Funktionierende Software ist das, was dem Kunden nutzt. Natürlich muss es auch qualitativ hochwertig sein und die Basic-Funktionen erfüllen. Aber im Endeffekt geht es doch darum, dass der Kunde eine Lösung für ein Problem hat. Deswegen arbeiten wir im agilen Umfeld eng mit dem Kunden zusammen. Natürlich wurde auch in traditionellen Projekten mit dem Kunden gearbeitet. Aber oftmals nicht direkt, vielleicht durch einen Business-Analysten gesprochen. Aber den Kunden selbst zu hören, das war schwierig. In agilen Methoden hat man einen Product Owner, der den Kunden repräsentiert oder gar selbst der Kunde ist. Und der hat umfassende Entscheidungsgewalt über das, was umgesetzt wird. Er kann das sofort entscheiden. Früher hat man seitenlange Verträge geschrieben, wo genau geklärt wurde, was umgesetzt wird, zu welchem Zeitpunkt und idealerweise auch noch, wie es auszusehen hat. Wenn der Kunde sich umentschieden hat oder der Markt sich geändert hat, ging es los. Wir haben Change-Management-Prozesse mit Change-Requests. Die kosten auch alle noch extra. Und es war für den Projektleiter und alle Mitarbeiter ein ziemlicher Schmerz. Jedes Mal. Mal ganz abgesehen von dem unnützen Aufwand, der betrieben wurde und mehr Dokumentation. Im Agilen versucht man, die Verträge schlank zu halten. Vielleicht mit Kontingenten zu arbeiten. Und der Kunde kann die Inhalte on the fly festlegen. Ich bin leider kein Jurist, ich kann euch da nicht so viel dazu sagen. Aber wie wäre es denn, wenn wir hier wie immer üblich zusammenarbeiten? Wie macht ihr das in euren Projekten mit den Verträgen und dem Kunden? Ich freue mich auf die Diskussion hier in den Kommentaren. Und wenn ihr eine gute Idee für ein Thema habt, könnt ihr es natürlich auch dort hinterlassen. Oder ihr schreibt uns an techtalk@rentec.com. Bis dann!